Und damit begrüße ich euch wieder recht herzlich hier zu einer neuen Folge von Abzu. Ich weiß gar nicht, wie man genau das ausspricht. Aber wir befinden uns jetzt hier in den wunderschönen Tempelanlagen. Und ja, bestehen mittlerweile wirklich nur noch aus unserem Roboter-Exoskelett. Und haben leider in der letzten Folge unseren Begleiter verloren, den Hai, der versucht hat, hier diese Roboteranlage auszuschalten. Und ja, ich glaube, es ist jetzt an uns, dasselbe zu tun, beziehungsweise es erfolgreich zu tun. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt hier erstmal ein bisschen um. In der Hoffnung doch, die ein oder andere Nautilus-Schnecke zu finden. Und aber auch auf den ein oder anderen Fisch wieder zu stoßen. Aber ich glaube, hier ist jetzt nicht so viel. Ich möchte mal unter der Treppe nachgucken. Das bietet sich als Versteck eigentlich an. Nee. Was ich auch sehr cool fand, was wir in der letzten Folge rausgefunden haben, dass man hier sogar an Land gehen kann. Und hier haben wir ein neues Riff. Oh Gott, was ist das denn? Anomalocaris. Aha. Interessant. Ja, hier sind sowieso sehr verrückte Fische, die hier rumschwimmen. Huch. Okay. Sieht fast aus wie Pinguine, die Fische hier. Hier ist wieder ein Skelett. Scheint vor dem T-Rex zu sein. Helikoprion. Ich glaube, das sind Fische, die gibt es schon gar nicht mehr, oder? Kann das sein? Wenn wir auch hier mit Skeletten von einem T-Rex zu tun haben. Das ist... Also ganz komische Fische. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass hier Fische vorkommen, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Ah, hier oben könnten wir nochmal meditieren. Das sollten wir auch tun. Ein Dolichorhynchops. Aha. Also ich vermute, das ist wirklich ein Urfisch, so kann man glaube ich sagen. Oh, hier links ist so eine Kurbel. Ja, interessant. Wir schauen mal weiter. Ist doch ein Hecht, oder? Ein Gar. Okay. Ein Tiktaalik. Aha. Das sind diese echsenähnlichen Fische. Sehr interessant. Den hatten wir schon mal. Akanthode. Das ist so ein Helikoprion. Ich könnte mir vorstellen, die gibt es wirklich nicht mehr. Aber was man ganz interessant nutzen kann während der Meditation ist, sich hier umzugucken. Denn dort oben ist das Tor. Man sieht die Ketten hier. Oh, der Fisch snackt ein bisschen. Dort waren wir ja schon. Oh. Auch ein Fleischfresser. Nun gut. Ich würde sagen, schauen wir mal, dass wir die Ketten auslösen können, beziehungsweise bewegen können. Da vorne, die, da kommen wir dran. Ohne Probleme. Unter Wasser so eine schwere Kette zu bewegen. Na gut, wir sind ja auch in der Maschine. Oder sowas ähnliches. Also folgen wir mal der anderen Kette.
Aber das könnte sich ein bisschen schwieriger gestalten. Schau ich hier rechts nochmal ganz kurz, ob noch was zu finden ist. Ist jetzt die Frage, wie wir dort reinkommen, obwohl hier vorne sieht es so aus, als wenn dort ein Aufgang wäre. Der natürlich verschlossen ist. Okay, da müssen wir uns was einfallen lassen. Vielleicht kommt man direkt von ganz oben rein, wenn ich an die Oberfläche komme. Ja, das sieht doch gut aus. Sehr, sehr gut. Okay, auch hier ist so ein Brunnen zum Auslösen. Ah, okay. Würde mich nicht wundern, wenn ich dort vorne hochkommen würde und dort auch irgendwo die Nautilus finde. Aber erstmal ziehen wir an der Kette. Obwohl wir eher drücken als wir ziehen, ne? Hauptsache es funktioniert. Genau, die da vorne habe ich ja schon ausgelöst. Deswegen sollte es soweit eigentlich passen, aber ich möchte jetzt wirklich noch hier oben ein bisschen erkunden. Huch. Der Baum, der dort wächst, also auch mit den Vögeln hier, ist sehr schön gemacht. Ha! Als hätte ich es gewusst. Bin ich ein alter Hase hier. Auch hier wieder die goldene Spur durchs Wasser, an der auch die Seerosen wachsen. Sehr, sehr schön. Da vorne bei dem Baum, dass da unten der Ring so leuchtet, das interessiert mich jetzt auch. Boah, es ist echt bildschön gemacht. Der Weg dort vorne führt auch irgendwo hin, aber ich glaube, da kommen wir nicht hoch, oder? Ist da eine Möglichkeit? Ja, es sieht nicht so aus, das ist zu hoch vom Aufstieg her. Von der Wasserkante. Na gut, schauen wir erstmal hier rüber. Ups. Wie die Fische mitspringen. Sehr nett. Kommt ein Fisch durch die Steine gesprungen. Okay, also ich kann hier nichts tun. Aber es ist trotzdem sehr schön, dass man auch die Möglichkeit hat, hier an Land zu gehen, wo man eigentlich nichts tun muss. Das da hinten interessiert mich noch. Sieht so aus, als könnte ich dort durchgehen. Oh ja. Wie cool. Huch. Ah, noch eine Nautilus. Sehr schön. Aber echt gut versteckt. Muss man ihn ja lassen, den Programmierern. Einmal kurz hier nach oben geguckt. Das sieht echt cool aus. Und auch hier wieder die Wandbilder. Ah, irgendwie steht das alles im Zusammenhang. Nur ist mir noch nicht ganz klar, in welchem. Hoppa.
Und weiter geht's. Ich würde sagen, wir folgen unserem Weg weiter. Aber durch das Tor, was da vorne aufgegangen ist. Huch. Solange es denn noch auf ist. Oh, was ist das für ein Fisch? Ach du meine Güte. Okay, wir haben ja auch Riesenschildkröten mit drin. Okay. Schauen wir uns das mal an hier. Okay, also überirdisch scheint noch nicht so viel zu sein. Wir müssen uns mehr unten orientieren. Hey, nimmst du mir die Runde mit? Jawohl! Okay, der will nicht auftauchen. Aber ich will mit der Riesenschildkröte schwimmen. Nein, 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 ich will die Schildkröte. Nein! Ein Arapaima. Ja, das sind wirklich prähistorische Fische, glaube ich. So, nochmal versuchen mit der Schildkröte zu schwimmen. Jawoll. Boah, die kann ja richtig Gas geben hier. Okay, dort rein geht sie nicht. Aber vielen Dank fürs Mitnehmen. Und ich vermute mal, wir müssen nach dort oben. Und diese Tempelanlage hat an sich nichts mit dem großen Raumschiff zu tun, glaube ich. Scheint so, als wäre dieses Raumschiff mehr oder weniger auf dem Planeten abgestürzt. Sieht so schön aus. Kann es nicht oft genug sagen. Boah. Oh, da geht's ganz schön runter. Und darüber werden wir vermutlich nicht kommen. Ich glaube, wir müssen hier wohl oder übel gleich runterspringen. Aber den Moment können wir noch ganz kurz genießen. Nur gut. Und scheint nichts anderes übrig zu bleiben, als den Sprung zu wagen und... Geronimo! Wow! Was ist das denn für... Alter, was hier für Viecher unterwegs sind? Sehr, sehr cool. Auch hier wieder die großen Statuen. Was auch immer sie zu bedeuten haben. Oh, da hinten kann ich was auslösen. Das würde ich gleich mal tun wollen. Somit haben wir diese Energie zum Fließen gebracht, was auch immer sie letztendlich tut. Boah, was war... Du bist doch ein Dinosaurier, sag mal. Was zur Hölle? Ein Elasmosaurus. Oh, wie cool.
cool und elegant sehen die denn aus? Wunderschöne Tiere. Die es leider nicht mehr auf der Welt gibt. Okay, also ich vermute doch hier links auch noch auslösen, aber ich möchte einmal kurz in diese Richtung tauchen, um zu schauen, dass wir hier keine Nautilus übersehen. Wovon ich eigentlich schon welche übersehen habe, das weiß ich, also in den vergangenen Folgen. Ah, hier haben wir zum Beispiel eine kleine, ein kleines Rift. Ein Dacosaurus. Sind das Enten? Okay, was für komische Wasserpflanzen da am Boden sind. Okay, was ist hier hinter? Ah, okay, da waren wir vorher. Da sind wir dann hochgekommen zum Turm. Oh, servus. Grüß euch. Wunderschön. Okay, aber... ich suche immer noch. Nur mal den Blick ein bisschen schweifen lassen. Da vorne ist noch so ein Riff. Dunkliosteus. Ah, ja. Die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Haben so einen Knochenschnabel vorne dran. Normalerweise, wenn ich mich nicht täusche, kann ich mit denen schwimmen? Oh ja, kann ich tatsächlich. Genau, die sind oder waren bestimmt sehr gefährlich. Man vermutet sogar, dass es die noch irgendwo im Meer in den Tiefen gibt. Aber das ist gefährliches Halbwissen, also verlasst euch nicht auf meine Aussage. So. Der Brunnen läuft wieder. Sehr schön. Und somit öffnet sich uns das nächste Tor. So. Ist denn nicht hier noch irgendwo eine Nautilus? Vielleicht? Oh Gott, was seid ihr denn? Die großen Augen. So prähistorische Delfine, oder? Ich glaube ja. Wir meditieren eine Runde, dann können wir es ja mal angucken. Ein Ichthyosaurus. Ja, sieht wirklich sehr aus wie ein Vorgänger des Delfins, nur mit viel, viel, viel größeren Augen. Ein Angantode oder Akantode. Das sind diese kleinen hier. Noch mehr Akantoden. Ein Gar, den haben wir auch schon kennengelernt. Oh, ein Gar, der gerade frisst. Noch mehr Gar. Geosaurus. Okay, sieht fast aus wie ein Gar. Ja gut, Ähnlichkeiten sind da. Was ist das denn? Anomalo... was? Anomalocaris. Das sieht ja auch krass aus. So eine Art Krebs, der schwimmt. Oder vielleicht so ein Vorläufer vom Tintenfisch. Akantode, ja gut, die hatten wir schon. Genau, der große Elasmosauro. Sehr schön elegant. Und unser Knochenkiefer Dunkliosteus. Und Gar. Sehr cool. Aber ich würde sagen, obwohl ich glaube, hier muss es doch irgendwo. Guck mal nach oben, ob ich hier irgendwo rauskomme. Aber hier muss es doch irgendwo eine Nautilus geben. Hm. Ah, da vorne, das sieht doch sehr danach aus.
Das sieht mir doch sehr nach Nautilus aus hier. Jawoll. Sehr schön. Da hinten springen die Hechte oder die Fische oder die Ichthyosaurus oder ich weiß es nicht. Es ist einfach sehr, sehr malerisch, wirklich sehr schön. Nun gut, aber ich denke, wir können guten Gewissens unseren Weg weiterverfolgen. Sollten wir jetzt eine Schnecke übersehen haben, tut's mir leid. Aber dann ist dem leider so. Aber wie die Fische uns auch immer begleiten, also es ist irgendwie, als wären sie abhängig von uns oder würden von uns angezogen werden. Okay, der nächste Schalter, beziehungsweise Brunnen. Nennen Sie mal Energiebrunnen. Ich mag das ja sehr, sehr gerne, wenn hier am Rand vom Wasser diese kleinen, ja nicht Seerosen, sondern diese Seeblätter wachsen. Das sieht immer sehr schön aus. Es dürfen aber auch nicht so viele sein. Also genauso wie jetzt hier am Rand, das sieht sehr, sehr schön aus. Okay, ich wollte eigentlich nur mal nach hinten gucken, aber ich kann nicht ganz nach hinten drehen, die Kamera. Nun gut. Okay, und wir suchen uns unseren Weg weiter zu Fuß. Was ist das hier? Auch wieder so eine Statue? Ja. Ah, ich musste gerade an unseren armen Hai-Freund denken. Möge er in Frieden ruhen. Und hier müssen wir wieder hinunter. Das sieht wohl so aus. Aber ich würde sagen, das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das gefällt, was ihr seht, lasst mir doch einen Daumen da. Ich würde mich freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, macht es gut. Ciao.